Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Mists of Pandaria Beta Video. Heute zeige ich euch den Temple of the Jade Serpent, wie versprochen. Und zwar nicht mit meinem Paladin, sondern mit meinem Mönch, mit meinem Monk Healer. Was war nochmal der Healer-Spec für Mönche? Ich weiß gar nicht. Nicht Brewmaster, nicht Windwalker. Schauen wir gleich mal nach. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal disconnected. Wie das immer so ist beim Login-Bildschirm. Und dann starte ich WoW jetzt mal neu und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, dass das Einloggen jetzt funktioniert und dass wir dann weitermachen können. Beziehungsweise anfangen können. Ja, da bin ich in der Gruppe angekommen. Temple of the Jade Serpent. Hier kriege ich auch direkt zwei Dungeon-Quests. Und irgendwie möchte die Grafik heute nicht so, wie ich sie möchte. Hier beschwert sich gerade einer über den gleichen Bug, den ich jetzt auch hatte. Mehrfach. Das beim ersten Einloggen in den Dungeon, der ein Disconnect erfolgt. Das ist im Moment öfter so, beziehungsweise ist sogar auch schon länger so, glaube ich. Beziehungsweise ein bekanntes Problem aus der Beta. So, ich spiele mit diesem Mönch jetzt hier Heiler. Ich schlage mir Windows vor, das Farbschema zu verbessern, das möchte ich aber gar nicht. Ich spiele Heiler. Mönch Heiler, ich habe mir das mal so grob angeguckt, wie das funktioniert. Bevor ich hier in die Instanz gegangen bin, aber es dürfte eigentlich nichts großartig Kompliziertes sein. Letztendlich channelt man die halbe Zeit diesen, Smoothing Mist. Channelt man die halbe Zeit durch die Gegend und wirkt dann zwischendurch mal einen Hot oder eine kleine Heilung auf den Tank und dann war es das auch. Das ist ansonsten eigentlich relativ geschmeidig. Man hat halt einmal diesen Heal-Over-Time-Effekt von Renewing Mist, den sollte man auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, möglichst aufrechterhalten. Auf dem Tank zumindest. Und dafür gibt es auch nochmal einen Zauber, nämlich Uplift, kostet 2 Chi und heilt und hält eben Renewing Mist aufrecht. Dieser Renewing Mist hat halt auch noch den Nebeneffekt, dass er, wenn er gewirkt wird, kriegt das Target 3 Aufladungen von Renewing Mist, die dafür sorgen können, dass der Renewing Mist überspringt auf ein Gruppenmitglied. Aber ich habe ja ein bisschen Probleme mit dem Mana-Haushalt gerade. Vielleicht, weil ich ein bisschen zu oft hier diese, wie heißt das? Diesen Smoothing Mist Channel. Viel zu heilen gibt es hier aber auch nicht, auch wenn ich das Gefühl habe, dass der Mönch eine Menge heilen könnte, wenn er denn müsste. Und es ist halt interessant, so ähnlich wie beim Paladin, wobei ich es bis jetzt noch angenehmer zu spielen finde als beim Paladin, dieses Zusammenspiel aus Mana und Fokus beim Heilen. Beziehungsweise Fokus ist ja nicht Mana und Chi, mein Mana und Chi beim Heilen. Das finde ich bis jetzt relativ angenehm. Und das macht auch, also mir macht das persönlich auch bis jetzt Spaß. Dann hat man hier noch die Möglichkeit, wie bei allen Klassen, allen Mönch-Specs, so eine Statue aufzurichten. Für einige Minuten, die in diesem Fall dafür sorgt, dass beim Smoothing Mist das Doppelte geheilt wird, dass die Statue nochmal selber Smoothing Mist auf ein verwundetes Gruppenmitglied wirkt. Dann gibt es noch die Möglichkeit der Healing Spheres. Das sind Sphären, die verteilt man in der Gegend, kosten jeweils 2000 Mana. Die kann man in der Gegend verteilen und wenn ein Gruppenmitglied da durchläuft, bei einem selber funktioniert es glaube ich nicht. Wenn ein Gruppenmitglied da durchläuft, wird er eben um einen bestimmten Betrag geheilt.
Und man sieht hier schon, ich bekomme hier nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ich platziere hier in Ruhe diese Heilerssphären. Da hinten kriegt gerade jemand Schaden, aber der Mönch ist ja wie gesagt auch relativ gut darin, dann mal schnell ein bisschen Heilung rauszuhauen. Och, jetzt habe ich mich hier nicht so ganz intelligent vom Wasserstrahl erwischen lassen. Und ich habe ein bisschen Probleme damit, meinen Ski auch zu verwenden. Ich habe zwar immer eigentlich mehr als genug, aber mich immer ein bisschen schwer damit, das rechtzeitig einzusetzen. So. Da war der Boss, glaube ich, auch tot. Ja. Das Wasser wird irgendwie gereinigt, sodass wir da auch wieder durchstapfen können. Und es droppt ein Kettenhelm, ein Kettenheilerhelm. Und wir bekommen diesen wunderschönen Movespeed Buff. Und dieses Rollen macht beim Panda besonders viel Spaß natürlich. Dann schlucke ich hier gerade noch schnell ein bisschen Mana, damit mein Mana wieder aufgefüllt ist. Und dann geht es auch schon weiter. Tank ist auch schon wieder hier oben. Man kommt eigentlich ziemlich gut mit dem Smoothing Mist hier auf. Ich frag mich gerade, war ich hier nicht schon mal mit? Ne, ich glaube nicht, ne? Irgendwie das Gefühl, dass ich hier schon mal gedreht hätte, habe ich aber nicht. Meine Performance lässt auch gerade ein bisschen zu wünschen übrig. Ich guck mal gerade. 24 FPS, na gut, das ist jetzt halt nicht besonders schön. Leider wird bei diesem Video hier auch merklich wahrscheinlich die Qualität etwas schlechter sein als bei den vorherigen WoW-Videos. Das liegt einfach daran, dass ich gemerkt habe, dass ich echt mit so großen Videos wie die letzten, die waren qualitativ ziemlich hochwertig, ja, nicht gut klarkomme mit dem Uploaden. Ich versuche halt irgendwo so ein Mittelding zu finden, um halt einerseits qualitativ hochwertige Videos abzuliefern, aber andererseits auch nicht 3 Jahre fürs Uploaden brauchen muss dann. Also bis jetzt muss ich sagen, mir hat der Parler-Heiler ja persönlich immer ziemlich viel Spaß gemacht. Auch wenn ich damit vielleicht, also auch wenn der Parler-Heiler natürlich schon ziemlich was anderes ist, als jetzt so normale Heilklassen wie ein Priester oder ein Schamane zum Beispiel, eben durch diese Holy-Power-Mechanik, muss ich sagen, dass mir der Mönch-Heiler bis jetzt sogar noch ein bisschen besser gefällt, als der Paladin. Einfach weil man auch hier mit diesen Ressourcen arbeitet und sich irgendwie, in einer gewissen Weise fühlt man sich freier und mir gefällt das persönlich bis jetzt auf jeden Fall besser. So, hier platziere ich dann auch direkt meine Statue nochmal. Oh, und dann geht es hier gegen diese Sonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da war doch noch, ja genau, wir haben hier 4 Bosse insgesamt, wir sind jetzt beim zweiten. Auch haben wir schon 0 Uhr. Aber es tut mir leid, dass dieses Video jetzt insgesamt nicht so schön anzusehen sein wird. Ich hoffe, dass die Soundqualität wenigstens einigermaßen stimmt. Ich habe auch Mist gebaut, fällt mir gerade auf, mit dem Speicherort für die Fraps-Videos. Aber das lässt sich halt jetzt schlecht korrigieren, weil ich hier gerade im Kampf bin, beziehungsweise der Bosskampf gleich beginnt. Und wenn diese Statue steht, ist dieses Smoothing Mist extrem chillig, weil es halt automatisch, du brauchst es nur auf irgendwen durchcasten und es castet noch auf andere. Es macht auf jeden Fall Spaß und es ist irgendwie eine sehr angenehme Heilmechanik auch. Ich weiß nicht,
kommt mir ein bisschen overpowered vor jetzt. Ich habe natürlich keinen Recount oder so, aber bis jetzt kommt mir das ein bisschen so vor, als wäre das ein bisschen zu viel Heilung, was dabei rauskommt. Vor allem für diesen billigen Mana-Haushalt eben, der wirklich sehr einfach zu handhaben ist. Mit diesen Renewing Mists, die eben überspringen können mit dem mit der Statue, die deine Heilung quasi verdoppelt, solange du mit Smoothing Mist heilst. Und eben die Möglichkeit über Chi jedes Mal das Ganze zu verlängern, also den Renewing Buff, ist das alles ziemlich einfach geraten. So, wir laufen jetzt hier in dieses Mitteltal. Da müssen wir ein paar Kollegen von uns assistieren, weil die da angegriffen werden. Und das können wir so natürlich nicht zulassen. Das ist das einzige Doofe an dieser Statue. Die hat halt 3 Minuten Cooldown. Wobei das hier eigentlich schon wieder völlig in Ordnung geht, weil wir uns hier wieder für mehrere Minuten an dieser Stelle aufhalten werden. Macht hier ein bisschen Druck. Aber wir haben hier eigentlich keinerlei Probleme, irgendwie klarzukommen. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, es gibt hier diese Mana-Tee-Möglichkeit, also einen Mana-Tee zu sich zu nehmen. Das ist ich glaube, das baut sich über irgendwelche Special Attacks, baut sich die Ressource dafür auf. Die erscheint eben hier oben. Wenn man diesen Mana-Tee nimmt, dann hat das Auswirkungen auf die Heilzauber. Ich glaube, die Heilung von Uplift und von Surging Mist sind dann kurzzeitig erhöht, beziehungsweise fürs nächste wirken, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist dann auch nochmal so eine Kleinigkeit. Ansonsten habe ich noch irgendwas vergessen. Ja, es gibt diesen Live-Cocoon. Der hat allerdings 2 Minuten Cooldown. Da schließt du jemanden in einen Kokon ein, quasi. Das heilt dann, beziehungsweise nein, das absorbiert 66.000 Damage und erhöht die erhaltene Heilung des Ziels um 50%. Hier kriegt der Charmy gerade ein bisschen auf die Fresse. Aber es ist halt auch keine Möglichkeit, außer was ich noch vergessen hatte, im Smoothing Mist, wenn man Smoothing Mist castet und währenddessen zum Beispiel Surging Mist drückt, dann wird das halt instant gecastet. Hier, das war jetzt der 77k-Crit. So hat man halt auch die Möglichkeit, extrem Heal Burst rauszuhauen in Phasen, wo das wirklich nötig ist. Das war jetzt der dritte Boss und der Endboss folgt jetzt auch hier direkt. Das ist der Shah of Doubt. Jetzt ist natürlich meine Statue wieder nicht ready, aber egal. Oh Gott, ich muss da rein. Jetzt geht die Tür zu. Für sowas ist natürlich die Rollenfertigkeit auch genial. Wenn man wieder zu spät dran ist für den Bosskampf. So, der spawnt hier jetzt jeweils so ein... Ja, was soll das eigentlich sein? Ich glaube, so eine Art Spiegelbild, so ein Mirror Image. Und hier wird es dann schon so ein bisschen eng. Vor allem mit meinem Mana-Haus, ne? Aber ich habe da auch irgendwie noch keine gute Möglichkeit gefunden, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Also wie man dafür sorgen kann, dass diese, ach, Dispersal Buff, okay. Ich habe wohl geschlafen. Ich habe hier so einen Detox. Den lege ich mir mal auf F. Ah, okay. Sehr gut. Das hat aber irgendwie ziemlich einen Cooldown, ne?
Warum hat mein Detox so einen hohen Cooldown? Das ist doch nicht normal als Heiler, oder? So einen hohen Cooldown auf Dispel zu haben. Naja, der Boss ist jetzt wie dem auch sei. Und obwohl ich hier beim Endboss ziemlich scheiße geheilt habe, wohl gleich tot. Und jetzt bin ich gerade out of Mana. Das ist natürlich auch hervorragend. Aber der Boss ist auch schon tot. Hier droppt sogar noch was für uns. Wobei ja eher für unseren... für den Tank-Spec, den ich mit diesem Char hier auch habe, den, da ich den aber nicht benutze. Beziehungsweise da hier auch jemand anderes nie drauf hatte, ich glaube der Druide. Passe ich mal da drauf, auf beides, wobei, nee, das war Quatsch, hier hatte niemand nie drauf. Naja. Egal. Das war jedenfalls Temple of the Jade Serpent und ein kleiner Einblick in die Fähigkeiten des des Heilermönchs. Ich denke mal, das nächste Dungeon-Video mache ich dann vielleicht mit dem Tankmönch. Und auch für den Paladin wollte ich nochmal ein bisschen erklären, was sich da geändert hat. Und der Ferrokun erklärt mir gerade, was ich hier als Heiler demnächst besser machen sollte. Das lese ich mir gleich nochmal durch und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis bald.